Hallo! Herzlich willkommen zurück hier bei The Legend of Zelda Breath of the Wild. Wir sind auf dem Plateau, beziehungsweise auf dem Turm des Plateaus und reden jetzt wieder mit diesem alten, lustigen Mann, der tolle Aufgaben für uns hat. Du lässt dich von einem Alterchen wie mir abhängen, bist nicht der Schnellste, was? Teleportiert? Teleportation? Sowas brauche ich nicht. Jungspunde wie dich hänge ich allemal ab. Nun denn, ich habe dich hier hingerufen, weil das hier der ideale Ausguck ist, um die übrigen Schreine zu finden. Hast du schon gemerkt, dass dein Shika-Stein über eine Fernglasfunktion verfügt? Suche mit Hilfe des Fernglases die Schreine und markiere sie. Ah, das mit dem Fernglas haben wir schon gesehen. Markierungen kannst du dir auch direkt auf der Karte hinzufügen oder entfernen. Wenn du bestimmte Orte im Auge behalten willst, ist das sehr praktisch. Alter, woher weißt du das alles? Das ist Altersweisheit. Die Jahre hier draußen in der Wildnis haben mich das ein oder andere gelehrt. Dann los, sieh dich schon um. Okay, irgendwie finde ich ihn immer noch gruselig. Aber da hinten habe ich schon einen Schrein entdeckt. Das wird der erste sein. Und der zweite ist dort oben. Und der dritte... Ah, da. Gut. Sehen wir noch weitere? Nee, ne? Und ihr seht auch, dass dieser Schrein jetzt blau leuchtet, weil wir den geschafft haben. Während die alle noch orange leuchten. Okay, mehr Schreine sehe ich jetzt nicht. Also quatschen wir wieder mit ihm. Hast du die Schreine entdeckt? Wiedersehen. Wenn du das Paarsegel haben möchtest, solltest du dich ins Zeug legen, Alter. Ja, dankeschön. Okay, also irgendwie hilft er uns ja. Irgendwie ist er aber auch ein ziemlicher Arsch. Ich weiß nicht genau, was es mit ihm auf sich hat. Beziehungsweise, ich weiß es schon, aber ich möchte hier niemanden spoilern, der das Spiel vielleicht wirklich noch nicht kennt. Also diese Eventualität besteht ja nun mal. Und wer das Spiel noch nicht kennt, der soll sich hier auf diesem Kanal auch wohlfühlen. So, jetzt haben wir also die Karte unten rechts, sehen wir sie ja jetzt. Und haben jetzt diese drei bunten Lichter. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal links an. Das war ja das nahegelegenste. Und starten mit Schrein Nummer 1. Übrigens bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob wir es so, oder ob ich es so machen soll, dass wir, da hinten ist auch schon ein Turm. Also man kann hier schon ein bisschen... gucken, was hier so auf uns wartet. Runter wollen wir natürlich jetzt noch nicht. Aber das hier wartet alles auf uns. Da hinten ist, wie gesagt, schon ein Turm. Ich weiß nicht, sollen wir uns hier auf der Karte markieren? Da ist noch einer. Ja, machen könnten wir es, ne? Machen könnten wir es. Da ist noch ein Turm. Da ist noch einer. Also, das sollte kein großes Problem darstellen, die alle zu finden. Ja, gucken wir mal. Ich weiß jetzt halt noch nicht, wie wir es machen. Also, was ich schon weiß, ist, wir werden das Spiel sehr wahrscheinlich nicht zu 100% spielen. Ihr könnt mir natürlich gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr es unbedingt zu 100% sehen wollt. Wenn sich das einige wünschen, dann machen wir es vielleicht, ja. Aber jetzt aktuell möchte ich das noch nicht tun, denn es ist ein bisschen übertrieben. Das Spiel ist, wie gesagt, sehr, sehr groß. Und wir finden nochmal eine Feder. Und wie gesagt, das wäre, glaube ich, etwas übers Ziel hinausgeschossen. Gucken wir mal, ob wir auf dem Baum irgendwas Tolles finden. Da sind manchmal nützliche Dinge wie Vogelnester oder irgendwas anderes. So, da ist der Schrein. Da können wir einfach über die Mauer klettern. Sollte ja klappen, oder? Was ist denn jetzt los? Oh, oh. Das Ding ist nicht sehr freundlich. Denn das macht das. Und dieser Strahl, der killt euch, wie man so schön sagt in der Gamersprache, instant. Ja. Also mit den Viechern ist definitiv nicht zu spaßen. Und mit denen werden wir uns noch oft anlegen. Also gewöhnt euch schon mal an ihren Anblick. Tschüss.
Alles klar. Der hat uns nicht gesehen und so sind wir am Ja-Barschief-Schrein. Und machen diesen jetzt. Nehme ich den zweiten in diesem Let's Play bereits schon. Ja, also wie gesagt, 100% wahrscheinlich nicht. Ich wäre ehrlich gesagt für so eine, ja, für irgend so eine Hybridlösung, dass wir sagen, wir machen wirklich nicht alles, aber wir machen schon einiges und gehen dann irgendwann zu Ganon und machen dann halt irgendwie, ne? Also gehen dann ins Schloss und beenden dann das Spiel beim Endboss, falls er denn beim Schloss sein wird. Das werden wir alles sehen, aber es sieht ja momentan sehr danach aus, als wäre dem so. Von daher, wenn wir die Story durchgespielt haben, dann sind wir durch mit dem Spiel. Willkommen, Pilger. Mein Name ist Ja-Barschief. Im Namen der Göttin Hylia sollst du geprüft werden. Zerstörungskraft. So schön, das alles nochmal zu machen, ne? Der nächste Schrein wartet auf uns und wieder mal ist es ein Modul, das wir hinzubekommen. Wie gesagt, das Vergessene Plateau ist so ein bisschen das Tutorial in diesem Spiel. Und alles ganz gut gezeigt bekommt, wie das Ganze funktioniert. Und so eben auch hier. Und das nächste Modul. Wir sind gleich zwei. Bombenmodul. Löst aus der Entfernung Explosionen aus. Die Explosionen fügen Feinden Schaden zu und zerstören Objekte. Verwende je nach Bedarf runde oder eckige Bomben. Das ist ein sehr praktisches Modul. Muss man einfach so sagen. Besonders am Anfang ist das einfach ja, sehr, sehr wichtig. Wir haben also einmal runde Bomben und eckige Bomben. Und ich denke mal, der Unterschied liegt auf der Hand. Runde Bomben rollen. Und eckige... Ups, das wollte ich jetzt gar nicht. Ja, jetzt habe ich sie schon ausgelöst. Sehr schön. Und eckige Bomben eben nicht, beziehungsweise nicht so gut. So, die stecken wir mal wieder weg. Heißt also, wir werden mal mit den runden Bomben gucken, wie weit wir kommen. So, hier liegt auch noch was. Also einmal... Bumm. Und da sollen wir sogar lang, glaube ich. Da ist zumindest mal... eine Leiter. Dann sprengen wir diesen Weg hier auch noch und gucken mal, was dort ist. Dort ist die Kiste dieses Schreins. Und darin finden wir einen Reisezweihänder mit Stärke 10. Sehr beliebt bei Abenteurern aus ganz Hyrule. Mit dieser schweren Waffe kann man Monster ihren Schild aus der Hand schlagen. Klingt praktisch. Ja, doch, durchaus. Gut, dass wir mal nachgeguckt haben. So, was geht hier ab? Alles klar. Wir brauchen hier wohl mal wieder Bombenunterstützung. So, die andere lassen wir auch gleich explodieren. Also man kriegt hier ganz gut gezeigt, wann die eine und wann die andere Bombe sinnvoll ist. Und jetzt wird es ein bisschen... diffiziler, wie es aussieht. Okay, alles klar. Da kommen wir wahrscheinlich hin, indem wir uns katapultieren lassen, wie diese kleine Kugel da. Na, also am Anfang wird das hier alles auch ganz, ganz easy für mich sein. Später wird es wahrscheinlich auch schwieriger. Und wie ihr seht, es können auch zwei Truhen sein pro Ort. Bernstein, versteinertes Baumharz, das in Hyrule gefunden werden kann. Es besitzt einen geheimnisvollen gelb-roten Schein und wird traditionell als Schmuck verarbeitet. Ist also ziemlich wertvoll. Von daher gut, dass wir es gefunden haben. Waren das alle Kisten? Das waren alle. Also jetzt wird auch hier das Kistensymbol angezeigt. Und ich vermute mal, weil da drüben eben schon wieder so bröckliches Gestein ist, dass wir wieder mal eine formschöne Bombe brauchen. Oder, ja, ja, das sieht doch sehr danach aus. So, einmal Feuer. Und einmal Boom. Und ich glaube, wir müssen das Ganze sogar nochmal machen. Wobei wir dafür auch nicht unbedingt dieses Rohr brauchen. Das können wir natürlich auch einfach so machen. Zack. Und einmal rüber damit. Okay.
So. Wofür ist diese Kugel eigentlich? Ist die einfach nur da, um uns zu zeigen, dass man hier hin und her fliegen kann? Oder? Ups, wie verstehe ich das? Ach, ich falle hier einfach runter, ey. Ich möchte die mal gerade mitnehmen. Oh Gott, oh Gott. Au. Oh, doch nicht au. Aber ich habe sie immer noch rechtzeitig weggeworfen. Sehr, sehr schön. Okay. So, hier haben wir eine schöne orange leuchtende Kugel. Bringt die uns irgendwas? Ich vermute mal nein. Aber wir nehmen sie mal mit und schmeißen sie mal darüber. Vielleicht bringt die ja doch was. Ich weiß es gerade wirklich nicht. Nicht, dass ihr hier denkt, ich habe wieder den totalen Überblick und spiele jetzt hier irgendwie eine Show ab oder so. Ich frag mich, ob ich das da überhaupt hinkriege. Ich denke aber schon. Moment. So, jetzt. Oh Mann, nimm doch die Kugel. Ich möchte das jetzt mal probieren. Sorry für all diejenigen, die das Spiel schon kennen und die das jetzt hier nervt. Aber es muss gerade mal sein. Ich kann die doch da auch bestimmt einfach hinwerfen, oder? So, hier, Batz. Jawohl. So, ich gehe schon mal voraus. Und die Kugel landet hier drüben, wo sie auch hingehört. So, bringt uns das irgendwas? Irgendwie nicht so richtig, ne? Nö, hier, weißt du was? Mach auf! Au. Okay, das sollte man nicht tun. Alles klar. Wir gehen hier wieder hin. Du hast meine Prüfung gemeistert. Ohne Zweifel bist du der auserwählte Held. Im Namen der Göttin Hylia verleihe ich dir ein Zeichen der Bewährung, weil du so cool bist. Ja, schwer war dieser Schrein jetzt auch nicht. Lang war dieser Schrein jetzt auch nicht. Aber wie gesagt, das Ganze ist eine Art Tutorial. Und dafür ist das Ganze auch okay. Ne? Muss man ja einfach mal so sagen. Gucken wir mal, ob wir den dritten Schrein auch in dieser Folge hinbekommen. Ich gehe aber ganz stark davon aus, dass das nichts wird. Weil es, glaube ich, meiner, also wenn ich mich richtig erinnere, gar nicht so einfach ist, an die anderen beiden zwei ranzukommen. Das ist, ja, nicht so leicht wie dieser hier. Von daher müssen wir mal gucken. Ne? Schauen wir mal. So, jetzt wissen wir nämlich auch, dass wir das hier aufsprengen können. Und wir haben gleich diese komischen Typen hier mitgesprengt. Und was? Der hat ein Reiseschwert dabei. Ja, nice. Dankeschön dafür auf jeden Fall. Und ein Bockblinknochen mit Stärke 5. Ein unheimlicher Knochen, der sich auch abgetrennt noch weiter bewegt. Hoffentlich hält er zumindest in deiner Tasche still. So alt, dass er schnell kaputt geht. So, gut. Was jetzt auch nicht weiter tragisch ist. Oh, der hat den wieder mitgenommen. Der hat nur keinen Kopf. Gib her. Der hat noch einen Bockblinknochen. Oh, und hier ist noch einer. Der ist noch relativ lebendig. Was haben wir denn da? Ein Bockschild, Stärke 3. Ein krudes Machwerk aus schlampig zusammengezimmerter Baumrinde. Geht gerade so als Schild durch, wenn man ein Auge zudrückt. Gut. Zum ersten Mal haben wir ein Schild gefunden. Das ist auch gut. Einen Schild natürlich. Und die Waffentasche ist voll. Na klasse. Bockblinhorn, Bockblinhauer, das kennen wir alle schon. Ja, gut. Was ist denn stärker? Ja, der Knochen ist halt fast schon kaputt. Dann nehmen wir lieber den Stock mit. Der hält wenigstens ein bisschen. Ups, nein, da möchte ich nicht hoch. Jetzt ist natürlich die Frage, ne? Wir hatten jetzt schon einen von diesen komischen Viechern, die sich reaktiviert haben. Und es bleibt nicht nur bei diesem einen. Es gibt noch mehrere. Eigentlich sind die relativ einfach zu umgehen. Nein, ist jetzt gut mit deinem Ja, nee, ist klar. Mhm, alles klar, wir gehen einfach hier rüber. Die werden auch als gelb leuchtende Punkte auf der Karte markiert, zumindest wenn sie aktiv sind. Das ist eigentlich auch ganz lustig. Und wir finden einen grünen Rubin. Ein einzelner Rubin. Sein grünes Glitzern bringt ein Lächeln auf dein Gesicht. Ja, ein mildes. So ein Mona Lisa-Lächeln, sagen wir mal. So, jetzt trage ich hier einen schönen Stein mit mir rum. Warum war gerade die Animation von der Fledermaus eingefroren? Naja.
Flederbeißerflügel. Der Flügel eines Flederbeißers. Erst bei näherer Betrachtung fällt dir auf, dass er von kleinen Härchen bedeckt ist. Kostüm mit Insekten, dann... Ja, dann was? Oh mein Gott, das sind noch mehr. Okay. Die sind kein Problem. Und ihr seht schon, bei Nacht gibt es doch paar andere Kreaturen, die auf einen warten als tagsüber. Von daher nicht zu unterschätzen. Aber man sieht die Schreine schön hell leuchten. In der Nacht. Autsch. Nee, doch nicht Autsch. Also der Fallschaden ist auch großzügig auf jeden Fall. Von daher gar kein Problem, das Ganze. So. Wir sind jetzt hier auf irgendeinem Feld. Und ja, nehmen wir den Schrein hier in Angriff. Können wir eigentlich machen, oder? Könnten wir eigentlich machen. So, hier sind so Zäune. Da vorne brennt ein Lagerfeuer. Und da pennt doch wer, oder? Ja, da pennt ein Bockblin, wie es aussieht. Was wir jetzt machen könnten... Ist eigentlich eine ziemlich lustige Idee. Wir könnten jetzt... entweder können wir sie beim Schlaf überfallen. Aber das machen wir jetzt mal nicht, situationsbedingt. Stattdessen schießen wir mal dieses Wespennest da weg. Einfach, weil das immer wieder lustig anzusehen ist. Sind die Wespen jetzt schon weg, oder was? Die beiden haben noch nichts von uns gemerkt. Okay. Guten Tag. Hallo. Okay. So viel zu euch beiden. Das ging ja ganz gut. Bockschild. Nehmen wir mal mit. Haben wir ja schon mal. Eins eingesammelt. Und hier ein Bockbogen mit Stärke 4. Primitiver Bogen eines Bockbins, der einen alten Faden an den erstbesten krummen Ast geknotet hat. Wer da eine große Schusskraft erwartet, wird enttäuscht werden. Ja, das dachte ich mir jetzt schon. Und ich würde sagen, wir gucken mal, was hier in diesen Kisten drin ist. Einmal ein Holzpfeil und einmal nichts. Na, klasse. Schade. Okay. Den Honig können wir noch mitnehmen. Wo liegt der? Der liegt hier. Ausdauerhonig. Honig direkt vom Birkenstock eines ist besonders nahrhaft. Wenn man ihn zur Verfeinerung von Gerichten verwendet, verleiht er ihnen den praktischen Effekt, die Ausdauer zu steigern. Auf jeden Fall sehr praktisch. Und die Bockblins geärgert haben wir zudem noch. War jetzt vielleicht nicht die effizienteste Art und Weise, mit denen fertig zu werden, aber... Wen interessiert's? Ah, und hier ist die Zitadelle der Zeit auch wieder. Also sind wir jetzt einmal einen Bogen darum gelaufen, sozusagen. Und sind jetzt wieder dort, wo wir gestartet sind. So, nehmen wir nochmal ein Holzbündel mit. Wer weiß, wofür wir es brauchen werden. Und da gibt es nochmal Pilze. Auch die nehmen wir mal mit. Da wissen wir auch noch nicht, was es ist. Es ist ein Spurtling. Dieser Pilz ist oft an schroffen und isolierten Orten wie Steilhängen oder Höhlendecken zu finden. Als Kochzutat erhöht er die Geschwindigkeit. Also ihr merkt schon, die Namen der einzelnen Gegenstände, möchte ich schon sagen, oder Zutaten, lassen auch darauf schließen, wofür man sie benutzen kann. Hier ist wieder so ein schöner Schmetterling. Ein Metterling, 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 aber der fliegt zu hoch. Wieder ein Glutflügler. Mann, 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 du. So, okay, weiter geht's. Da ist nämlich eine Hütte, die ich natürlich auch schon gesehen habe. An der wächst auch ein Pilz. Ein Ausdauerling. Ein grüner Pilz, der oft in der Nähe von Bäumen wächst. Er speichert die Energie der Erde und füllt dadurch als Kochzutat die Ausdauer auf. Ich würde schon sagen, die Aufdauer aus, aber das ist natürlich Quatsch.
Hier steht ein Fass. In bester Link-Manier wird das natürlich sofort zerstört, auch wenn nichts drin ist. Schade. Und hier sind noch mehr Pilze. Okay, alles klar. Wer wohnt denn hier? Nicht, dass wir hier irgendwem was klauen. Ups. Können hier ein Buch untersuchen. Tagebuch des Alten. Ach, des alten Mannes, auf dem wir getroffen sind, oder was? Auf diesem einsamen Plateau ist meine einzige Freude das Kochen. Heute ist es mir endlich gelungen, das ultimative Gericht zu kreieren. Ich nenne es den scharfen Grillteller. Diese Mahlzeit stellt nicht nur verlorene Kraft wieder her, sondern wärmt den Körper auch in größter Kälte von innen. Solange man sie vorher verzehrt, kann man auch ohne dieses ungemütliche Winterwams in die verschneiten Berge. Leider habe ich einen großen Fehler gemacht. Ich habe das Rezept nicht sofort aufgeschrieben. Zwei der Zutaten waren Wild und Chili, so viel weiß ich noch. Leider fällt mir der Rest nicht mehr ein. Es war aber weder Pilz, Pflanze noch Geflügel. Ich werde so langsam alt. Wenn doch nur jemand käme, der mir auf die Sprünge helfen könnte. Mir ist klar, dass auf diesem einsamen Plateau die Chancen auf ein zufälliges Treffen mit Hobbyköchen gering sind. Dabei würde ich für einen Hinweis zu den fehlenden Zutaten sogar mein Winterwams hergeben. Okay, alles klar. Und hier liegen zufälligerweise Chili. Isst man sie roh, sollte man sich auf Schmerzen einstellen. Doch als Kochzutat wärmt sie den Körper, sodass man sich auch an den kalten Orten mollig warm fühlt. Das ist doch mal nett. Dann nehmen wir das Chili mal mit. Ist ja für einen guten Zweck, da ist sogar noch mehr drin. Alles klar, hier ist auch eine Holzfäller-Axt. Eine zweite, komm, die nehmen wir auch mal mit. Der wird uns schon nicht böse sein, ne? Wenn er uns schon das Parasegel nicht geben will, dann klauen wir wenigstens seine Bude mal ein bisschen auseinander. Würde ich mal behaupten. Fackel haben wir schon. Was ist hier? Ein Topfdeckel. Normalerweise hält dieser Deckel die Hitze im Topf, aber dank eines dicken Holzes dient er auch als Schild. Auf Dauer solltest du dich aber nach robusteren Alternativen umsehen. Warte mal. Ach, da vorne ist er ja. Der Alte. Hyrule-Pilz kennen wir auch schon. So, was hat er gesagt? Zwei waren Chili und zwei waren Wild. Ja gut, Wild haben wir momentan eh nicht. Von daher... ach, das war die Fackel. Von daher ist das für uns uninteressant. Was haben wir denn hier? Eine Heugabel. Stärke 7. Krass. Traditionelles Bauernwerkzeug zur Beförderung von Heu. Leicht genug, dass auch alte Väterchen es hochheben können. Es noch heben können. Entschuldigung. Vorsicht mit den spitzen Zacken natürlich. Denn es ist eine Heugabel. Das ist selbsterklärend. Ich würde sagen, ja, das verrostete Schwert ist halt ziemlich gut. Von daher schmeißen wir mal das hier weg. Oh. Und hier haben wir ein Fass, mit dem wir geheim sind. Das ist doch auch schön. So, da unten sind wieder Gegner. Die habe ich schon wahrgenommen. Wir öffnen gerade mal dieses Fass hier noch. Danke. Und da ist ein Apfel drin. Immerhin. Alles klar. So, bevor wir jetzt weitergehen und dann wieder von dem alten Mann da angequatscht werden, würde ich sagen, beende ich einmal die Aufnahme für diese Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder hier bei The Legend of Zelda Breath of the Wild. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß bisher in diesem wunderschönen, wunderbaren Spiel. Ganz entspanntes Projekt soll es ja auch sein. Schön gemütlich durch diese Welt streifen, außer es gibt halt mal Action. Das wird auch passieren. Denn es ist ja ein sogenanntes Action-Rollenspiel oder so. Von daher, ja, darf die Action nicht zu kurz kommen, aber wir werden schauen, wie es so läuft. Und da würde ich sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Schöne Grüße, euer Fritte. Ciao. Oops.